Hallo, liebe Freunde, guten Morgen. Nochmal ist hier alle traurig. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man oder du oder er oder sie oder anderen die Gewichtmaßeinheiten berechnen, das ich hier geschrieben hatte als meine Überschrift. Gewichtpräfix. Gewichtpräfix bedeutet Teratüne, Gigatüne, Megatüne, Tön, Kilogramm, Gramm, Milligramm, Mikrogramm, Nanogramm und Pikogramm. Hier ist noch die Abkürzung von dieser Heiten, von dieser Maßen. Okay, und unten hier möchte ich das umrechnen. Von Teratüne nach Tön umrechnen. Ja, hier ist Teratüne, hier ist Gigatüne und hier ist Megatüne und hier ist natürlich Tön. Ein Teratüne ist 1000 Gigatüne. 1000 Gigatüne ist 1 Million Megatüne. Ja, gucken Sie, was ist das? Ein Million Tönen. Ein Milliard Tönen, ein Milliard Tönen, ja? Ein Milliard Tönen kannst du hier auch selber denken, wie die Zahlen heißen. Ja, das ist einfach. Wenn ich sage, 1, 2, 300, 1, 2, 300.000, 1, 2, 3, 1 Million und 1 Milliarde. So ist das, ja. Ein Gigaton ist ein Gigaton, das hier steht. Und 1000 Megaton und 1 Million Tön. Ein Gigaton ist 1 Million Tön. Okay. Ein Megatön, 0,001 Gigatön und ein Megatön, ja, ein Megatön ist ein Megatön und 1000 Tön, 1000 Tön ist ein Megatön. Na gut, nächster, ein Tön ist 0,00001 Gigaton. 0,001 Megaton und ein Tön. So ist das. Ja. Okay. Und nächster Beispiel von mir. Von Tun nach Milligramm umrechnen. Ups. Tun, Kilogramm, Gramm und Milligramm. Genau wie oben, dass wir diese gerechnet hatten. Und die funktioniert genauso, dass wir oben gerechnet gerade. Okay, ein Tun ist 1000 Kilogramm und 1 Million Gramm und 1 Milliard Milligramm. Ein Kilogramm ist ein Kilogramm und 1000 Gramm und ein Million Milligramm. Ja, ein Gramm ist 0,0001 Kilogramm und ein Gramm und 1000 Milligramm. Ein Milligramm ist 0,00001 Kilogramm und 0,001 Gramm und 1000 Milligramm. Und ein Milligramm ist auch sowas,
0,000001 Kilogramm, 0,1, 0, Entschuldigung, 0,001 Gramm und 1 Gramm. Ja, das geht so. Und nächster Beispiel von mir heute. Von Milligramm nach Pikogramm umrechnen. Ja, das funktioniert auch gleich wie hier, das wir gerade gerechnet hatten. Okay, und guckst du ein bisschen genauer und dann verstehst du, wie das geht eigentlich. Ja, und das rechnest du selber. Noch wichtiger Punkt, das ist sagen, und hier ist Milligramm, Mikrogramm, Nanogramm und Pikogramm. Und hier ist auch Milligramm, Mikrogramm, Nanogramm und Pikogramm. Pikogramm in diesem Fall ist am kleinsten Form, kleinsten Einheit von dieser Fall. Okay, und da und dieser rechnest du selber. Ich mache momentan Pause, 1 Minute. Schön, dass du gerechnet hast. Und jetzt gehen wir vorbei von diesem Video schon beendet. Bis nächstes Mal. Tschüss.